Hallo zusammen. Heute werde ich euch zeigen, wie man innerhalb von sehr kurzer Zeit und ohne viel Aufwand eine improvisierte Melodie hinbekommen kann. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist eigentlich ein Synthesizer. Das ist ganz egal, welchen ihr da nehmen wollt. Ich nehme dazu mal Harmless. Das ist der hier. Und da habe ich mir das Preset Viking 5 ausgesucht. Das hört sich so an. Ich habe eigentlich nur die Frequenz ein bisschen runtergeschraubt noch hier, aber ansonsten eigentlich alles so gelassen, wie es war. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist hier auf Function gehen und im Arpeggiator was einstellen. Den Arpeggiator habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt, aber ich werde es nochmal ganz kurz hier machen. Falls ihr es nochmal genauer sehen wollt, könnt ihr halt zum anderen Video wechseln. Das werde ich hier verlinken. Was macht der Arpeggiator? Der Arpeggiator, der spielt mehrere Noten hintereinander, wo man nur eine Note drückt quasi. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur das C drücke, passiert erstmal nichts, weil er ja noch off ist. Aber wenn ich jetzt auf das Zeichen zum Beispiel drücke, das ist also nach oben, und dann bei Range 2 einstelle, bedeutet das, wenn ich C5 spiele, dass der auch immer C6 spielt und dann wieder C5, C6. Das Ganze mal langsamer. Bei Range 3 geht er halt noch eine Oktave höher. Und so weiter. Hier bei Repeat kann man den Arpeggiator sagen, wie oft eine Note angespielt werden soll. Also zum Beispiel bei 2 würde das C zweimal gespielt werden, dann C6 auch nochmal zweimal, C7 auch zweimal und so weiter. Jo. Schön und gut. Hier mit den anderen Symbolen könnt ihr halt einstellen, wie der Ton hier wandern soll. Zum Beispiel von unten nach oben. Das war das hier. Von oben nach unten wäre es so. Hier wandert er von unten nach oben. Und wenn er oben angekommen ist, geht er direkt wieder runter. Das gleiche macht er hier, nur hier spielt er Anfangs- und Endnote einfach nochmal. Also er geht hoch, spielt nochmal und geht dann wieder runter. Jo, bei Time habe ich ja gerade schon eingestellt, könnt ihr halt die Geschwindigkeit einstellen oder die Zeitabstände zwischen den Noten. Ich lasse mal auf Two Steps. Und mit dem Gate oder hier mit dem GAT-Regler könnt ihr halt das Gate einstellen. Scheint bei dem Plugin irgendwie nicht so ganz gut zu klappen, von Harmless. Normalerweise hört man einen sehr großen Unterschied, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Beim 3x Oscillator einfach mit der Sinuskurve. So. Also hier habt ihr das Gate gehört und hier mit dem Slide-Knopf oder mit dem Lämpchen hier könnt ihr halt Slide aktivieren. Ja, was das macht, hört ihr ja selber. So, das war es eigentlich zum Arpeggiator, ganz kurz erwähnt halt. Und was wir jetzt eigentlich nur brauchen, ist das letzte Symbol hier, das Random-Symbol, also Zufall. Jetzt gehen wir hier auf 0 wieder. Und wenn wir jetzt eine Melodie innerhalb einer bestimmten Tonleiter haben wollen, gehen wir bei Chord auf, bei Scales auf irgendetwas, was wir halt haben wollen. Zum Beispiel hier Major, also Dur. Und ja, wenn ich jetzt ein C anspiele, spielt er die komplette C-Dur-Leiter. Das gleiche geht auch mit zwei Oktaven quasi wieder. Ja, oder D-Dur könnten wir auch machen. Das wäre dann einfach so. Und ja, falls ihr irgendwie mal nicht Dur, sondern Moll haben wollt, könnt ihr euch hier auch einfach Minor auswählen. Harmonic Minor oder Melodic Minor. Ich nehme mal Harmonic Minor.
Gut, dann bleib ich mal beim Major, nochmal beim Dur. Und ja, im ganzen Lied könnte sich das dann einfach so anhören. Jo, oder irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, dass das Ganze zufallsgeneriert wird und ihr die Melodien also nicht ändern könnt. Es hört sich halt jedes Mal anders an, wenn ihr es abspielt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Edison zum Beispiel aufnehmen und dann immer wieder abspielen lassen, dann wäre es immer wieder gleich, aber die Noten könntet ihr dann auch nicht ändern. Das ist ein kleines Problem, finde ich, das sollte echt mal geändert werden. Ich habe auch schon geguckt, ob man die Noten des Arpeggiators vielleicht nicht wirklich ausgeben lassen kann, aber das scheint nicht zu klappen. Wie man das Ganze aufnehmen kann, kann ich auch noch eben zeigen. Dazu geht ihr einfach hier auf irgendeinen freien Mixerkanal. Ich muss mal eben gucken. Den 13 zum Beispiel. Und da wird dann Edison reingeladen. Jetzt auf Aufnehmen klicken und. Ah, ich habe den falschen Channel. Entschuldigung. Also nochmal, diesmal mit dem richtigen. Auf Nummer 13. Und ja, wieder Record und los geht's. So, jetzt haben wir hier die Melodie, die auch immer wieder gleich bleibt, weil die jetzt nicht mehr zufallsgeneriert wird. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel die Stelle rausschneiden, die euch besonders gut gefällt, oder ja, ihr schneidet euch die so zusammen, wie ihr sie halt haben wollt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass FL Studio versucht, die Noten, die hier gespielt wurden, zu erkennen und in die Piano Roll reinzuschicken. Das klappt aber meistens nicht so gut, aber ich kann es mal versuchen. Und zwar hier auf den Schraubenschlüssel. Und dann hier bei der Analyse Convert to Score and Dump to Piano Roll. Also in Noten konvertieren und zur Piano Roll schicken. Sieht das Ganze so aus. Und wahrscheinlich hört sich es jetzt nicht richtig an. Ne, eher nicht. Ja, klappt also wie gesagt nicht so gut. Da würde ich euch eher empfehlen, die ganzen Sachen aufzunehmen im Edison, wie hier schon erwähnt. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, den Arpeggiator anders zu nutzen. Also nicht hier in diesem Channel-eigenen Arpeggiator, sondern im Piano-Roll-Arpeggiator. Das zeige ich euch auch mal eben ganz kurz. Dazu müsst ihr einfach ein paar Noten nehmen. Ah, ich muss den Arpeggiator ausmachen. So. So, und jetzt könnt ihr hier auf Arpeggiate gehen oder Alt und A drücken. Jetzt sieht das Ganze erstmal so aus, ist natürlich noch nicht so schön. Und hier in dem Fenster könnt ihr jetzt diverse Parameter noch ändern. Ihr könnt auch hier schon mal einen fertigen Pattern oder so ein Muster laden. Zum Beispiel hier mit Four Notes. Wird das so aussehen? Oder Three Notes.
Ja, so könnt ihr halt auch noch einen Appreciator benutzen. Finde ich nicht ganz so gut, da gefällt mir der Channel-eigene Appreciator schon besser. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich euch heute gar nicht zeigen und ich hoffe, es hat euch vielleicht was gebracht und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.